Für die einen Kunst, für die anderen nervige Schmierereien, Graffitis. Ein Problem sind sie auch bei den S-Bahnen. Wie diese Waggons aus Berlin sind sie oft Ziel von Sprayern. Marco Benet und Michael Schulz arbeiten für eine externe Reinigungsfirma. Für sie ist die Entfernung solcher Graffitis immer eine Herausforderung. Persönlich ärgert mich das schon, weil das viel Arbeit ist. Ne? Es ist nicht schön, es ist für uns extrem viel Arbeit, das runterzukriegen. Für die Entfernung müssen die beiden oft auf Putzmittel zurückgreifen, die aggressive Chemikalien beinhalten. Handschuhe und Atemschutz sind dabei Pflicht. Ganz anders macht es Steffen Nowak. Er arbeitet am Waggon nebenan, der in der gleichen Nacht besprüht wurde. Dafür verwendet er aber einen Graffiti-Reiniger, der ohne gesundheitsschädliche Lösungsmittel auskommt. Wie man sieht, kann ich ohne Handschuhe arbeiten. Es greift die Haut weder an. Und so wie ich sehe, nach kurzer Einwirkzeit kann ich das bestehende Graffiti, die Farbpigmente auf der Oberfläche verteilen und mit einem herkömmlichen Lappen abwischen. Die genaue Zusammensetzung des Mittels ist Betriebsgeheimnis. Der Entwickler verrät nur, die Basis besteht aus unterschiedlichen Fruchtsäuren. Die sogenannten Carbonsäureester wirken wie ein Lösungsmittel. Sie greifen den festen Graffiti-Lack an und machen ihn wieder flüssig und damit abwischbar. Steffen Nowak und sein Team beschäftigen sich schon lange mit dem Thema Graffiti. Vor gut einem Jahr haben sie uns ihren Anstrich vorgestellt. Den tragen sie auf Wände auf und können die so vor Schmierereien schützen. Ein Graffiti auf einer so vorbehandelten Wand lässt sich nur mit Wasser wieder entfernen. Zur Vorbeugung setzt die Bahn dieses Mittel bereits an Fassaden von Bahnhöfen ein. Auf ihren Zügen können sie es aber nicht anwenden, da es auf lackierten Oberflächen nicht hält. Eine mögliche Lösung könnte für Reinigungsteams wie Michael und Marco jetzt diese Entwicklung sein. Darf ich auch mal versuchen? Oberfläche runter, bitteschön. Ich sehe egal, welche Seite vom Schwamm, oder? Das ist vollkommen egal. Eine Einwirkzeit hat das Material auch, oder? Es muss eine gewisse Zeit einwirken, um das Graffiti, um die Farbpigmente zu spalten und an die Oberfläche zu bringen. Hey, Wahnsinn. Das ist um ein Vielfaches einfacher als mit unserem Material. Ne? Das merkt man schon beim Abwischen. Ne? Da sind ja kaum Rückstände, schon kurz nach weniger Einwegzeit. Super, klasse, gefällt mir. Dem Reinigungsteam kann das neue Mittel die Arbeit außen einfacher machen. Aber auch in Innenräumen soll sie laut Entwickler eingesetzt werden. Um zum Beispiel solche Schmierereien zu entfernen. Das Problem bei aggressiven Putzmitteln, sie können bei mehrfacher Anwendung auch den bemalten Untergrund beschädigen. Die Herausforderungen für uns sind in dem Fall, dass wir den Untergrund nicht weiter strapazieren und keine Schäden anrichten, sondern wirklich nur die Verschmierung entfernen. Ob für innen oder außen, die Berliner S-Bahn sagt Graffitis und Schmierereien weiter den Kampf an und will den Reiniger schon bald an ihren Bahnhöfen und Zügen einsetzen.